Ausstellung ist ein dreiteiliger The Power oder The Powder of I Am. Click, 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 click and a very, very bad, bad musical. Ausrufungszeichen. Und diese drei Teile erklären quasi auch schon die Ausstellung. Das geht einerseits um das Thema Selbstoptimierung. Klick, 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 klick. Das Klicken, das Surfen, das Bedienen von Computern im weitesten Sinne. Und das Musical ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Es gibt nämlich hier in der Ausstellung ein Anti-Musical. Klick, 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 klick. Ist ja auch wie so eine Art Währung geworden, ne? Die Installationen, die wir hier zu den Videos haben, sind nicht immer nur ganz direkt mit Objekten und Props aus den Filmen bestückt, sondern die erweitern das Ganze nochmal um weitere Objekte, von denen wir meinen, dass sie halt auch zu der Welt dazugehören oder auch assoziiert sind. Hier zum Beispiel bei Hostel sieht man eben viele Objekte, die auch in den Filmen vorkommen. Und es ist quasi so, als würde sich das Video in den Raum erweitern. Lounge, bisschen Sport, ist alles relaxed. Alles easy. Alles easy. Bei Defender, das ist die Arbeit, die wir sehr unter uns auch als ein Post-Industrial Anti-Musical bezeichnet haben. Das hat uns einen großen Spaß gemacht, diese Thematik, die da drin verhandelt wird, als Musical zu behandeln, weil es auch, für uns ist die Form des Musicals, hat auch sowas leicht, teilweise leicht Hysterisches, was vielleicht ganz gut dazu passt. Das Dreier-Team, das sich dort um diesen mysteriösen Erlkönig bewegt, angefühlt mit sich drin. Das Thema war eigentlich Energie und wir hatten das versucht kurz zu schließen. Einerseits die Energie, die vielleicht so ein Gefährt verbraucht oder insgesamt die Ressourcenverschwendung, die immer größer werdende Energie, die aufgewendet wird, um bestimmte für uns vielleicht nicht nur Luxusobjekte oder überhaupt in unserem Alltag auftauchen, die auch gleichzeitig durch eine enorme Werbemaschine bedient werden, die an unsere Gefühle, an unsere Ängste, an unsere Sehnsüchte andocken. Diese Werbetexte gleichen auch schon so Psalmen oder Liedern. Wir haben viele, viele Ängste und Begehren in dieser wahnsinnig unsicheren Zeit und die SUVs und vielleicht nicht wirklich die als Objekt, aber die Werbung verspricht uns in diesem Objekt wirklich sehr paradigmatisch gebündelt, eben ganz bestimmte Dinge, auf die wir ansprechen und wahrscheinlich auch deswegen der unglaubliche Boom, den die in den letzten 10 Jahren trotz ihrer ganz klaren, unglaublichen Ressourcenverschwendung erfahren. Genau, der SUV als Panzer des Selbst bezieht sich vielleicht auch ganz schön auf diesen Titel, ne? The Power oder The Powder of I Am. Das ist einerseits natürlich diese Stärken des Individuums, ja? Die Kraft des Ichs, Selbstoptimierung, die passieren soll. Und gleichzeitig ist ja nie die Rede von Gesellschaft. Es geht ja immer nur um das Individuum. Und eigentlich, und damit spielt er natürlich bei diesem doppeldeutigen Titel auch, darauf spielt er an, ne? Dass es einerseits Kraft, aber gleichzeitig auch der Staub ist sozusagen die Stärkung des Individuums bewirkt eigentlich den Zerfall der Gesellschaft. Ja, das ja. Genau, die Zersetzung eigentlich. Ja, mir ist da gerade noch was ganz Schönes vielleicht eingefallen, weil wir uns jetzt in der neuesten Arbeit hier Border Control auch mit körperlicher Rüstung und Uniformen der Polizei, Security und Militär- und Grenzschutz beschäftigen. Also in dem Fall ganz besonders mit dem Thema Grenzschutz. Und haben mit dieser Tänzerinnengruppe eine Umsetzung gefunden, die, finde ich auch, teilweise so eine Art ruinöse Ruinierung des Ganzen beinhaltet, die wir großartig finden. Games ist ein anderes wichtiges Thema in dieser Ausstellung. Finden wir bei Free Roam zum Beispiel. Euch interessieren dort diese unperfekten
Helden oder eben diese sowas wie Übersprungshandlungen von so Avataren in Computerspielen. Wir haben Tänzerinnen und Schauspieler, die diese Bewegung einzuüben. Wir bleiben nur auf diese eigentlich für das Spiel untypischen oder sagen wir mal Fehlbewegungen in so eine Art Tanz des Ungenügens zu übersetzen. Also wir spielen nicht selber, aber wir haben das Zeug geguckt und waren eben komplett fasziniert von dem Wahnsinn, der da passiert, aber eben auch von den Momenten, dass die Bewegungen so eine merkwürdiges Ungenügen gegenüber menschlichen Bewegungen haben. Uns hat es interessiert zu sehen, wie eben der Mensch versucht, das Avatarige einzuüben und nicht andersrum.